Es ist 22 Uhr. Ich bin völlig geschafft. Jetzt noch mal raus, dann falle ich ins Bett. Ich hoffe, dass der Welpe nicht wieder so einen Anfall bekommt wie letzte Nacht, als er gemeint hat, ich brauche eine Gesichtswäsche nachts um 2 Uhr. Einfach so, weil er mich lieb hat. Tagebuch eines Hundehalters, speziell eines Welpen, Tag 4. 6 Uhr. Wow, heute habe ich wieder mal normal aufstehen dürfen. Mein Hund natürlich topfit, eben im Gegensatz zu mir. Am Morgen ist der Hund am aktivsten. Das kann nur am Futter liegen. Aber während ich noch halb schlafwandelnd durch die Gegend taumle, hat er dann und nur dann eben auch Flausen im Kopf. Zum Beispiel mich anzuspringen. Wenn ich wach bin, traut er sich das nicht. In Unterhosen bekommt mir das so eine Attacke schlecht. Ich habe einen riesen Schranz auf dem Oberschenkel, mindestens 10 cm lang. Der brennt und hat sich rundum schon in alle Farben verwandelt. Ein Hundehalter muss eben manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ich war sofort wach. Straßenlaufen ist angesagt, Nägel müssen abgewetzt werden. Geht gar nicht. Au.